Ja, hallo zusammen, willkommen zu der Serie, in denen ich einige Übungsaufgaben hier vorstelle. Ein kurzer Disclaimer vorab. Ich werde einfach mein Mikrofon einschalten, meinen Bildschirm abfilmen und dann die Aufgaben vorprogrammieren. Dabei kann es mal vorkommen, dass ich einen Fehler mache oder mich an irgendeiner Stelle vertue. Ich werde es nicht in irgendeiner Form nachbearbeiten oder rausschneiden, sondern ich werde es einfach so präsentieren, wie ich es jetzt hier durchgeführt habe. Das schadet aber auch nicht, denn manchmal lernt man aus den Fehlern von anderen genauso gut. Ich arbeite auch nicht täglich mit Python, sondern mit anderen Programmiersprachen. Dementsprechend kann das einfach mal vorkommen. Gut, ich werde auch immer mal wieder einige Dinge kommentieren und noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Wir starten mal mit der Aufgabe, und zwar geht es darum, die Kreiszahl Pi zu approximieren. Und da ist eine Gleichung gegeben und die schaut in etwa folgendermaßen auf. Die blende ich jetzt nicht ein aus urheberrechtlichen Gründen. Man kann die Kreiszahl Pi so approximieren. Man startet mit der Zahl 3, dann in der ersten Iteration addiert man 4 geteilt durch 2 mal 3 mal 4. In der zweiten Iteration subtrahiert man 4 geteilt durch 4 mal 5 mal 6. Bei der dritten Iteration addiert man wieder 4 geteilt durch 6 mal 7 mal 8. Die erste Aufgabe ist immer, dass man eine Systematik erkennt. Und ich denke, die zwei wichtigsten Punkte der Systematik sind, dass man erkennt, dass immer bei ungeradzahligen Iterationen, also 1, 3, 5 und 7, dass dieser Anteil addiert wird. Bei geraden Iterationen wird es subtrahiert, also mit Minus hinzugefügt. Das Zweite, was man erkennen sollte, ist, dass bei der ersten Iteration ist der erste Faktor im Nenner 2, dann kommt 3, dann kommt 4, also 2 mal 3 mal 4. Bei der zweiten Iteration sind die einzelnen Faktoren im Nenner 4 mal 5 mal 6. Also die Systematik, die man erkennen sollte, ist, dass man mit der doppelten der Iteration, also bei der dritten Iteration startet man mit 6 und addiert jeweils 1 drauf und multipliziert das Ganze dann zusammen. Am Ende soll das Ganze ausgegeben werden. Ich starte mal und setze Pi Approximation zu 1, zu 3. Approx ist gleich 3. Okay, das Ganze soll für 15 Iterationen durchgeführt werden. Da bietet sich eine Vorschleife an. Meine Zählvariable ist k und wir nutzen for k in range. Und zwar soll das von 1 bis 15 laufen. Das heißt, ich muss hier 16 schreiben. Vielleicht ganz kurz noch ein Kommentar zu dem in range. Der typischerweise verwendet man Indizes, die von 0 bis zu irgendeiner Zahl laufen, sprich range 0 bis 20. Wenn ich das hier so schreibe, dann läuft die Schleife von 0 bis 19 und das heißt, man hat hier hinten die Zahl der Iterationen stehen. Deswegen muss man hier immer 1 abziehen. Das muss man sich unbedingt für die Klausur merken. Okay, das Erste, was wir uns überlegen, ist, als erstes prüfen wir mal, ob das Ganze gerade ist, ob die Iteration gerade gerade oder ungerade ist. If k modulo 2 gleich 1. Ich mache immer hier eine Klammer drumrum. Das PyCharm sagt, man sollte das nicht machen. Ich finde es schön, wenn man hier in Klammern den boolschen Ausdruck eben sehen kann. Also das ist jetzt für den Fall, dass es ungerade ist. Genau, was machen wir, wenn das Ganze ungerade ist? Wir addieren zu unserer bereits durchgeführten Approximation jetzt das dazu. 4 geteilt durch. Und jetzt bei der ersten Iteration müsste 2 mal 3 mal 4 stehen. Und das wäre halt k mal 2
mal k mal 2 plus 1. Das ist jetzt der zweite Faktor und der dritte Faktor ist k mal 2 plus 2. Gut. Also haben wir die Gleichung implementiert. Für den Fall, dass das Ganze hier gerade ist, können wir die Gleichung kopieren. Nur ersetzen wir das Plus durch ein Minus. Jetzt wollen wir das Ganze bei jeder Iteration noch ausgeben. Das heißt, neue Zeile. Wichtig, es muss jetzt hier eingerückt sein. Also vielleicht das nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Alles, was eingerückt ist, gehört jetzt hier zu der If-Anweisung. Das heißt, wenn ich hier was schreiben würde, dann würde das nur unter der Bedingung ausgeführt, dass der boolsche Ausdruck hier wahr ist. Genauso gilt das Ganze für die Vorschleife. Es muss hier eingerückt sein, damit es jedes Mal also innerhalb der Schleife liegt. Würde das Ganze hier stehen, wäre es außerhalb der Schleife und würde erst am Ende ausgeführt. Können wir ja mal hier noch hinschreiben. Print fertig. Das sollte jetzt nicht jedes Mal ausgeführt werden. Okay, aber wir wollen jetzt jedes Mal das Zwischenergebnis ausgeben, beziehungsweise die Runde. Ich formatiere das Ganze jetzt mit den sogenannten F-Strings. Erkläre ich später nochmal mal kurz dazu. Runde K. Also ich schreibe den Text Runde, dann gebe ich den Integer K, der läuft ja von 1 bis 15 und dann will ich Pi Approximation ausgeben. Approx. Und ja, das schreibe ich jetzt hier mal rein. Wir lassen es jetzt mal laufen und dann machen wir noch ein paar Anpassungen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, das Fertig kommt nur hier am Ende. Das Ganze läuft von 1 bis 15, das stimmt auch. Und ich check mal schnell gegen, ob das gleiche rauskommt wie in der Vorgabe. Ja, das passt. So, jetzt machen wir noch eine kleine Formatierung und dann erzähle ich noch mal schnell was dazu. Bis jetzt hatte ich immer bevorzugt, dass wenn wir was ausgeben über Print, dann machen wir das folgendermaßen. Wir schreiben, oder ich fange mal hier einen neuen Abschnitt an für die Erklärung. Also ich nehme mal hier eine Zahl. Wir setzen die Zahl mal in die Variable a setzen wir mal zu 10. Und wenn ich das Ganze jetzt ausgeben will, dann hatten wir immer geschrieben, die Zahl a ist und hatten hier einen Typecast gemacht. Also hier steht ein String, also eine Zeichenkette, und wir addieren. Und addieren heißt in dem Fall, wir fügen zwei Strings zusammen und wir erzeugen aus dem Integer, aus der Zahl 10, erzeugen wir den String 10 und fügen die beiden dann zusammen. Das ist genau das gleiche wie das hier, was ich jetzt hier vorführe. Ich kann nämlich einfach hier vorne eine F davor schreiben. Das bedeutet dann, dass das ein sogenannter F-String ist. Einfach mal im Internet danach suchen, findet man einiges an Informationen davor, darüber. Und jetzt kann man einfach über die geschweifte Klammer kann ich die Variable einfügen und dann wird die eben hier geprintet. Das heißt, diese beiden Zeilen sind äquivalent. Ist ein bisschen kürzer, aber ich finde für das erste Verständnis ist es ganz gut, wenn man erkennt, dass das eine jetzt ein Integer ist. Wir machen den String drauf und geben es dann aus. Das ist jetzt hier in dieser Zeile nicht sofort und offensichtlich zu erkennen. Der Vorteil von dem F-String ist, dass wir jetzt noch einige, wir können jetzt noch Sachen formatieren. Unter anderem kann ich zum Beispiel sagen, ich mache hier einen Doppelpunkt, dann kommt die Formatierung. Ich kann sagen, ich will Nullen voranstellen. Dann kann ich sagen, ich will das Ganze auf die rechte Seite ausrichten. Und ich kann sagen, dass wir maximal oder zwei Stellen haben wollen oder dass wir zwei Stellen haben wollen. Schauen wir uns mal das Ergebnis an.
sieht man hier, jetzt führt er hier die 0 an. Wenn ich hier 3 anfügen würde, dann würden wir hier 3 Nullen haben. Genau, also hier mit führender 0. Ich drehe das mal um. Wenn ich das Ganze nach, sage, ich will es links anordnen, dann fügt er die Nullen an der rechten Seite an. Da muss man aufpassen. Das ist natürlich nicht, was wir wollen. Okay, also das wäre mal die Formatierung, die man zum Beispiel auf einen Integer anwenden kann. Was ich jetzt für meinen Float anwende, ist, ich kann einfach sagen .10f und das bedeutet, dass er hinter dem Komma 10 Nachkommastellen mit anfügt. Schauen wir uns das mal an und überprüfen das, ob das stimmt. Wir zählen mal die Anzahl der Stellen. 2, 4, 6, 8, 10. Das passt. Machen wir kurz einen Gegencheck. Ich schreibe mal hier nur 3 ran. Das kann man besser erkennen. Genau, jetzt schneide da nach 3 Stellen ab. Das sollte es gewesen sein zu der Aufgabe. Genau, so würde ich die lösen.